Herzlich willkommen zur vorletzten Sitzung in diesem Saal heute Abend. Es geht um den E-Pass und E-PA, ein klassisches Thema bei uns im Club. Und die entsprechenden charmanten Kompetenzen sitzen auch hier vor euch. Starbuck, Konstanze Kurz, bitte sehr. Dankeschön, Sandro. Ja, danke nach dieser wortreichen Einführung. Werden wir auch unmittelbar ins Thema fallen. Sehr geehrte Hacker und Hackerinnen, wir haben hier so ein All-Time-Special und seit vielen Jahren befassen wir uns jetzt mit den schönen biometrischen Reisedokumenten und wir werden heute so eine Art Roundup geben, so eine Art Best-of. Wer schon mal beim Kongress also zu einem der Worst-of. Ja, Worst-of eigentlich, nicht Best-of. Wer schon mal bei einem der Kongressvorträge war, wird einige jetzt schon mal gehört haben, aber heute geben wir so ein bisschen so ein Blick über die Zeit. Wir haben ja sonst immer in jedem Jahr so die neuen Sachen besprochen, aber heute geben wir nochmal so einen Gesamtüberblick. Wer noch gar keine Ahnung hat und noch irgendwie Zwischenfragen hat, kann sich gerne zwischendurch melden und spezielle Fragen anbringen. Ansonsten haben wir wie immer sehr viel Stoff und müssen uns daher sputen. Hopp, hopp, hopp. Oh. Wir geben eine ganz kurze Einführung für diejenigen, die nicht wissen, was Biometrie ist. Im Wesentlichen geht es um die Vermessung des menschlichen Körpers, aber durchaus nicht nur Körperteile, sondern eben auch Verhalten, wie wir hier unten als Beispiele so haben, Sprechweisen, Schreibdynamiken, Gangbewegungen, Körperhaltung könnte man noch dazu nehmen. Also das ist nicht nur tatsächlich so die Klassiker wie Gesicht, Iriden oder Fingerabdrücke, sondern eben auch dynamische Verhaltensweisen von Menschen. Also man muss dazu sagen, dass von allen, die da jetzt aufgeführt werden, eigentlich Gesicht und Fingerabdruck derzeit die sind, die halt über 90% des Marktes ausmachen. So ein bisschen die Venmustererkennung kommt halt irgendwie jetzt ein bisschen in Gang, aber eigentlich kann man wirklich halt gerade für die E-Pass und E-Personalausweis auf jeden Fall Gesicht und Fingerabdruck, so die beiden wichtigen Sachen. Man kann auch andere Unterscheidungen ausmachen, etwa nach kontaktbehaftet und nicht kontaktbehaftet, aber wir lassen das hier mal weg. Ich denke, die meisten werden schon irgendwie mit biometrischen Erkennungssystemen in Kontakt gekommen sein. Schön ist natürlich auch die zukünftigen Formen, wie wir sie hier mal abgebildet haben. Leider fehlt uns ja die Frauenquote für die effektive Durchführung. Wo wir auch gleich beim Thema sind, wie uns Biometrie im Wesentlichen heute verkauft wird, nämlich als Sicherheitstechnologie. Und ich denke, wir werden es in einer Stunde locker schaffen, diese zu dekonstruieren und zu zeigen, dass eigentlich gerade Biometrie für eine Sicherheitstechnik-Anwendung gerade nicht geeignet ist. Aber dieses Bild aus einer Werbebroschüre des Department of Homeland Security macht mit einer visuellen Abbildung mal klar, wo eigentlich hier der Weg hingeht. Nämlich der arabisch anmutende Terrorverdächtige, der mit einer Iris-Erfassung oder weiß man nicht so ganz genau, wie das System funktionieren soll, aber auf jeden Fall wird damit ja die Terrorgefahr extrem vermindert. Also das sind jetzt irgendwie keine Zukunftsfolien, sondern es ist halt wirklich real im Einsatz. Also in Afghanistan zum Beispiel haben sie wirklich Iris-Erkennung, um halt potenzielle Terroristen, Straftäter, wie auch immer, Freiheitskämpfer, Gefährder auszusortieren und wieder zu erkennen. Also irgendwie auch gerade so Irak ist auch ein sehr großes Testfeld gewesen. Also Bagdad haben sie zum Beispiel in viele kleine Zonen unterteilt und halt wirklich mit hohen Mauern und irgendwie es gibt halt Checkpoints, wo halt dann nur Leute rein dürfen, die halt für diesen Stadtbezirken wirklich biometrisch erfasst wurden schon mal. Also es ist halt gerade in den arabischen, also gerade in den Ex-Kriegsgebieten halt wirklich schon groß im Einsatz. Ja, und bei uns ist es im Wesentlichen durchgesetzt worden für die Reisepässe und jetzt auch für den Personalausweis und der größte Feldtest war die BioP2-Studie, über die wir auch schon mal sehr detailliert geredet haben, über die wir hier eigentlich nur noch mal insofern ansprechen wollen, dass wir da die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassen. Wir haben hier auf dem Bild dabei die Version 1.8, die im August 2005 rauskam und die Endversion, die man auch jetzt auf den Webseiten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, findet, ist die Version 2.0 und es gab halt so kleine Unterschiede zwischen diesen Versionen, die so ein bisschen gezeigt haben, wie die politische Einflussnahme auf die eigentlichen Ergebnisse dieser Studie war, denn das Fazit und die Empfehlungen der Studie an die Politik sind so leicht verbessert worden und weniger kritikbehaftet jetzt in der Endversion der Studie. Also vielleicht nochmal, um auf die Historie einzugehen. Diese Studie war ehemals gedacht als Entscheidungshilfe für die Politiker vor der Einführung des elektronischen Reisepasses 2005. Allerdings wurde die Veröffentlichung halt so weit hinausgezögert, dass halt erst das Gesetz verabschiedet wurde und im Nachhinein dann erst die Studie veröffentlicht wurde. Also aus ganz klaren Gründen, die auf der nächsten Folie dann irgendwie kommen. Und zwar
Also die Ergebnisse waren katastrophal, irgendwie, um das mal irgendwie so zu sagen. Und die Politiker, also zumindest die Fachpolitiker wussten, also kannten die Ergebnisse natürlich schon vorher, also obwohl die Studie nicht veröffentlicht wurde, war ihnen halt durchaus bewusst, was sie dort abstimmen. Denn wir haben auf der CeBIT in diesem Jahr, 2005 also damals, die Ergebnisse bereits präsentiert bekommen. Und im Juli war dann die politische Entscheidung gefallen und eben im August kam tatsächlich erst der öffentliche Abschlussbericht raus. Also das war eine bewusste Verzögerung. Wir hatten die Ergebnisse auf der CeBIT aber eben schon erfahren. Wir werden die nicht im Einzelnen darstellen, aber es gibt massive Probleme mit den Erkennungsleistungen. Praktisch sind die Falschrückweisungsraten so hoch, dass sie für den Grenzbetrieb noch nicht geeignet waren. Es gibt ein Sicherheitsproblem, insbesondere ein Überwindungssicherheitssystem. Zwar sind da die konkreten Tests, die da gemacht wurden, bis heute nicht öffentlich, weil die Anlagen zur Studie nicht öffentlich gemacht wurden, sondern wir können aus der Studie nur so eine Art Schulnotensystem übernehmen, wo also alle vier biometrischen Erkennungssysteme, die getestet wurden, bewertet wurden und die haben alle also nicht mal befriedigend erreicht. Die haben halt im Prinzip immer nur so eine ausreichend oder eine 5 erhalten. Wir wissen aber nicht genau, was sie gemacht haben, eben nur, dass sie keine Spezialwerkzeuge benutzt haben, sondern eben ja, mit einfachen Mitteln versucht haben, die zu überwinden. Also eigentlich sind die Systeme in allen Punkten, die aufgelistet wurden, halt wirklich durchgefallen, also nicht nur irgendwie in einem Mal, sondern wirklich in allen. Und deswegen ist halt schon sehr fraglich, wie die Politiker irgendwie darauf kommen, dann irgendwie dieses System trotzdem einzuführen. Vielleicht nochmal ein bisschen auf den letzten Punkt, also Kosten, gab es halt gar keine Aussage vom BioP2-Studio und es gibt auch immer noch, irgendwie jetzt seit 4 Jahren ist das System jetzt im Einsatz und es gibt immer noch keine wirkliche Aussage zu den Kosten, irgendwie Fragen werden halt immer ausreichend beantwortet, dass sich das über die Zeit schon amortisieren wird, aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass das auf jeden Fall deutlich im Milliardenbereich liegen wird und hier ganz klar die Politik die Zahlen nicht kundtut, weil sie Angst hat, dass das dann negative Presse zur Folge hat. Ja, man kann natürlich auch wenn man jetzt die Kosten listen will, muss man sehen, dass einige der Kosten auf die Kommunen entfallen, die natürlich die Lesegeräte und die Schulungen etwa zu bezahlen haben und die Hardware, die so in den Meldeämtern steht jetzt. Und so kann man sich da gut rausreden, wenn jedes Jahr wieder eine Anfrage im Bundestag gestellt wird, dass man eben keine Gesamtübersicht der Kosten hätte. Also für den Personalausweis werden wir uns den Spaß bestimmt auch machen und hier ja wieder die Gesamtkosten erfragen und wieder keine Antwort erhalten, das ist ja auch schon so eine Art Spiel geworden. Auf jeden Fall sind wohl die Kosten definitiv im dreistelligen Millionenbereich, aber genauer können wir das im Wesentlichen nicht spezifizieren, eher mehr als weniger. Also irgendwie aus dem Vereinigten Königreich gab es letztens ein paar Zahlen zu der Einführung dort, also das ist halt eine komplett neue Einführung der ID-Karte und da lagen die Kosten, ich glaube, bei 3 bis 4 Milliarden Pfund. Also das heißt irgendwie, dass man bei uns auf jeden Fall, ich würde schon sagen, also Milliarde ist da auf jeden Fall locker drin. Wir wollen da auch nicht kleinlich sein. Wir sagen einfach 1,5 Milliarden, wir wissen ja, dass die Milliarden jetzt... Und natürlich nicht nur die einmaligen Kosten, sondern es sind dann laufende Kosten. Das heißt irgendwie pro Jahr sind da locker nochmal ein paar 100 Millionen drin. Genau. Zusammenfassend kann man sagen, generell haben biometrische Techniken known bugs, die sich aber auch dadurch begründen lassen, dass es einen gewissen demografischen Wandel gibt. Denn alle Studien international haben gezeigt, dass insbesondere Senioren signifikant schlechter erkannt werden. Gleiche zählt aber auch, wenn auch nicht so stark, signifikant für Frauen und für andere Ethnien. In der Regel sind halt die Systeme, die hier getestet wurden, solche Systeme, die für weiße, männliche Mitteleuropäer angelernt wurden und im Prinzip natürlich dann Schwierigkeiten mit anderen Ethnien haben. Was natürlich ziemlich doof ist für ein System, was an den Grenzen eingesetzt wird und halt irgendwie Leute beim Reisen überprüfen soll. Ah, Details. Hey, und wenn sich unsere Familienminister ein bisschen anstrengt, wird sich ja mit dem demografischen Wandel vielleicht ja auch nochmal erledigen, wir wissen es nicht. Wir haben jedenfalls da relativ erschreckende Zahlen aus den Meldeämtern, wo ganz freimütig die Sachbearbeiter zugehen, dass es also schon Probleme gibt ab 55, wo wir eigentlich angenommen haben, dass es doch eher noch ältere Leute betrifft, aber es ist offenbar schon so ab 55, 60 ein ernstes Problem, überhaupt noch ein ausreichend gutes Bild. Also halt die Bilder hier unten von den Fingerabdrücken ist halt irgendwie exemplarisch für halt ältere Leute, also eigentlich, genau. Wie gesagt, irgendwie ab 55 geht es ja. Halt so langsam schon. Also und umso älter natürlich, umso schwieriger, denn da gibt sich ja so ein gewisser Abrieb über die Jahre und die Haut wird auch trockener. Hier unterscheiden sich die biometrischen Studien immer sehr stark von den medizinischen Studien.
die ja eher so unter dermatologischen Gesichtspunkten dann untersuchen, da sind die Zahlen oft viel höher. Bei den biometrischen Studien wird in der Regel von 1-2% der Bevölkerung gesprochen, was sich eigentlich auf den Meldeämtern nicht bewahrheitet hat, sondern dass die Problemfälle größer sind. Aber wir kommen. Also die Lösung, die Sie schon angekündigt haben, ist, dass halt Leute ab 65 halt einfach gar nicht mehr dieser Prozedur unterzogen werden, weil die verstehen das ja sowieso nicht. Also das war sowieso die Aussage. Für den Personalausweis. Das war, also Sie haben halt wirklich explizit gesagt, irgendwie die 65-Jährigen, die kommen mit der Technik eh nicht mehr klar, deswegen lassen wir sie einfach gleich außen vor für alle weiteren Betrachtungsweisen. Das ist natürlich eine Form von Diskriminierung, wie wir sie so auch noch nicht gesehen haben. Tatsächlich ist das in einem Grobkonzept für den Personalausweis jetzt so drin. Zwar nicht wegen der Biometrie, sondern eben wegen der Tatsache, dass dort ja auch einige, kommen wir nachher noch zu, Funktionen jetzt drin sind in dem Personalausweis oder reinkommen sollen ab 2011. Und da steht halt so ein lapidarer Satz wie, ne, das kann man sozusagen der älteren Bevölkerung ohnehin nicht mehr erklären. Das ist so. Ja. Ja. Ja, da haben sich bei allen Systemen eklatante Benutzungsführungsschwächen gezeigt. Also der krasseste Fall in der BioP2-Studie waren die Iris-Erkennungssysteme. Die waren nämlich für Personen ausgelegt ab 1,50. Aber nun muss man eben auch in Betracht ziehen, dass ein Teil der Bevölkerung kleinwüchsig ist, dass es Rollstuhlfahrer gibt. All diese waren nicht wirklich vorgesehen. Ähnliches galt für sehr große Menschen, die dann halt so halbwegs in die Hocke gehen mussten. Um das, die Frau mit langen Fingernägeln. Und die Frauen mit langen Fingernägeln, ja, die konnten halt die Fingerabdrucksensoren nicht so richtig bedienen und haben sich da beschwert, denn zeitgleich mit dem technischen Test der Erkennungsleistung wurde auch noch ein Akzeptanztest gemacht. Dabei hat sich auch gleich noch gezeigt, dass die Hälfte der Probanden, die so knapp über 2000 waren, so nicht mehr kamen. Ja. Gut, wir haben auch noch Probleme mit Sehhilfen und Gesichtshaarträgern, die ja hier sitzen und Sensorverschleiß, Hygienelicht, die müssen wir jetzt weglassen, wir haben nicht so viel Zeit. Denn wir können bei den biometrischen Studien nicht nur auf die deutschen Feldtests zurückgreifen, sondern wir können eben auch gucken, was ist in anderen Ländern getestet worden. Vor allen Dingen gibt es dort weit größere Studien als in Deutschland, denn die BioP2-Studie mit den knapp über 2000 nicht regelmäßig erscheinenden Probanden ist eher ein kleiner Test. Also Sie waren im Endeffekt waren Sie bei 1200 Benutzern? Naja, die regelmäßig vorbeikamen. Das war übrigens am Frankfurter Flughafen und Sie hatten 70% männliche arbeitende Fraport-Mitarbeiter und Bundespolizei-Mitarbeiter, wird natürlich die Ergebnisse zusätzlich verzerrt hat, denn die sind nicht gerade Problemfälle. Deswegen haben wir jetzt mal beispielhaft hier die Studie aus Großbritannien, die von Angela Zess durchgeführt wurde, mit 10.000 Freiwilligen, also eine deutlich größere Datenbasis. Es gibt einen vergleichbaren Test, den wir auch schon mal vorgestellt haben vom Kongress aus den Niederlanden, der ähnliche Ergebnisse hat, die aber gleichzeitig auch noch die Chips getestet haben. Aber bei diesem fanden wir interessant, dass sich unter den 10.000 Freiwilligen auch 750 Menschen mit Behinderungen eingefunden hatten. Wobei der Begriff, also ich habe das hier, die Gruppe heißt Disabled, was glaube ich ein bisschen anderer Begriff ist, als es üblicherweise hier benutzt wird, also das ist ein bisschen größer. Das heißt, etwa gehbehinderte Senioren würden hier mit in die Gruppe fallen. Und die hat sich also gerade auch unten bei den 0,62% gezeigt, dass ein doch recht großer Anteil davon, wenn man es jetzt auf die europäische Bevölkerung hochrechnen würde, überhaupt nicht erst erfasst werden konnte, bei keinem der Systeme. Die liegt an verschiedenen Gründen. Man fragt sich sicherlich intuitiv erstmal, warum zum Beispiel ein Gesicht nicht erfasst werden konnte, wie das sein kann. Aber man muss sich vorstellen, dass man für eine biometrische Frontalgesichtserfassung einen neutralen Gesichtsausdruck machen muss. Man muss auch seinen Kopf gerade halten, das kann halt nicht jeder. Und so gab es also tatsächlich selbst für alle drei Tests 0,62%, gerade in dieser Gruppe, die gar nicht erfasst werden konnten, ein schweres Diskriminierungsproblem. Also ein anderer Punkt sind aber bei den 69%, also die Gesamterkennungsrate, wenn man sich halt einfach mal diese Zahlen vor Augen führt, was eigentlich relativ hoch klingt, aber halt, wenn man bedenkt, dass halt wirklich da die Bevölkerung an der Grenze irgendwie 80 Millionen Deutsche, 420 Millionen Europäer inzwischen. Wenn man das halt einfach mal hochrechnet, da sind das irgendwie pro Tag mehrere 10.000 Leute, die da irgendwie in Frankfurt am Gate stehen und nicht erkannt werden. Das sind einfach mal Zahlen, die halt so illusorisch sind, dass das System einfach sofort eingestampft werden müsste. Hey, aber dazu kommen noch die ihren Chip deaktiviert haben. Kommen wir später noch zu. Und natürlich, wir wollen es nicht vergessen, wir haben dieses Kinderterroristenproblem. Ihr werdet euch sicherlich alle an die schweren Kinderterrorismusfälle erinnern, weswegen auch der Kinderreisepass zu einem gültigen Pass im Sinne des Reisegesetzes aufgewertet wurde. Und das heißt, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr gibt es den Chip für den Kinderreisepass und darunter nicht. Und wir haben halt mal unser schönes Beispiel mitgebracht, wie das praktisch aussieht. Und ich bitte auf die korrekten Daten zu achten.
Dieses Beispiel ist das Geburtsdatum zu sehen, das heißt, es ist ein einjähriges Kind, denn man kann das Ausstellungsdatum sehen. Ne? Und der Pass läuft bis 2012. Man kann sich also vorstellen, wie die biometrische Gesichtserkennung ein sechsjähriges Kind anhand dieses Bildes erkennen möchte. Aber noch lustiger ist eigentlich, dass man 45 Minuten braucht, um einem Kind in einem Alter einen neutralen Gesichtsausdruck gerade in die Kamera und vor allen Dingen ohne Lächeln abzuringen, denn wir wissen, dass Kinder darauf trainiert sind, wenn die Leute mit den Knipsern kommen, zu lachen. War ein größeres Problem. Also es gab da letztens einen sehr coolen Blog-Eintrag von dem Vater, der irgendwie beschrieben hat, dass er irgendwie ein Foto brauchte für seinen, also für den Pass und wirklich eine Dreiviertelstunde lang versucht hat, Bilder zu machen und im Endeffekt verzweifelt ist, irgendwie sich aus jedem Bild so die Einzelteile zusammengeschnitten hat und irgendwie eine Fotomontage, die haben den Eckhead vergessen. Wir wollen bei der Gelegenheit anmerken, dass natürlich auch bei Erwachsenen, wir erzählen das vielleicht nachher, wenn wir, bei Schäuble. Wir schieben das mal noch ein bisschen. Okay, also, die Kinderterroristen. Sicherlich, wir wollen hier nicht in Abrede stellen, dass es natürlich ganz bestimmt helfen wird. Wir haben nur nicht ganz verstanden, wie. Wir haben da auch noch diese Probleme mit dem Chip. Wir wollen nicht verschweigen. Befindet sich also ein kontaktloser Mikrochip mit RFID-Technologie in der Passdecke. Wir werden auch gleich noch genauer sehen, wo. Denn es ist nicht ganz unentscheidend, wenn man wissen möchte, wie man ihn deaktiviert, falls man eine physische Deaktivierungsmethode vorzieht. Das ist halt der übliche Verfahren nach der ISO-Norm 1443. Wir kennen das schon, das ist standardisiert und wird jetzt auch für den Personalausweis in gleicher Weise wegen der Kompatibilität übernommen. Wir sollten also nicht vergessen, dass wir auch noch dieses kontaktlose Verfahren haben. Denn da ergeben sich ja neue, lustige Sicherheitsfeatures draus. Es ist nicht so, dass die Daten halt wirklich total unverschlüsselt durch die Gegend gefunkt werden. Sie haben halt so ein rudimentäres Kryptosystem sich einfallen lassen. Die sogenannte BAC, Basic Access Control, die als Key-Material die Daten der maschinenlesbaren Zone zur Grundlage hat. Also hier unten, eine Maus? Wir haben keine Maus. Keine Maus. Also irgendwie die untere Zeile mit einer ID, dem Ausstellungsdatum, dem Verfallsdatum und dem Geburtsdatum. Die paar Bit, die da irgendwie rausfallen, werden als Key praktisch, oder als Salt für den Key benutzt. Was halt jedem klar ist, also hier ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger. Die Pässe bis 2007 haben noch nur 9 Digits Dezimalzahlen. Das heißt, das kann man in relativ kurzer Zeit bootforcen. Ist halt von der Entropie viel zu wenig. Also der Angriff sieht folgendermaßen aus, dadurch, dass es halt per Funk übertragen wird, kann man sich in eine gewisse Entfernung, man sagt so, oder Tests haben gezeigt, so 20, 30 Meter ist da locker drin für passives Abhören. Das heißt, man stellt sich an den Flughafen, der Reisende legt halt seinen Pass auf das Lesegerät von dem Grenzkontrollbeamten auf und in 30 Metern hört man zwar die verschlüsselte Kommunikation ab, kann aber im Nachhinein durch diese geringe Entropie des Schlüsselraums die Daten innerhalb von wenigen Minuten irgendwie auf dem Heim-PC wieder brechen und hat Gott, somit halt die unverschlüsselten... Wenn man einen Tag braucht, ist ja auch nicht schlimm, also ja. Wenn man jetzt keinen so einen schnellen Rechner hat. Das heißt, Sie haben zwar schon ein Sicherheitsfeature eingebaut, was aber bei näherer Betrachtungsweise halt irgendwie auch durchfällt. Zur Abstrahlung der Lesegeräte gab es irgendwie aus der Schweiz gerade einen aktuellen Fall, wo die irgendwie auch mal überprüft wurden und sie haben halt nicht nur die Abstrahlung, also praktisch die gewollte kontaktlose Übertragung zwischen Pass und Lesegeräten untersucht, sondern zum Beispiel auch die Abstrahlung der Lesegeräte in das Stromnetz. Das heißt, sie haben sich irgendwie 100 Meter weiter an eine Steckdose geklemmt und haben halt dort die Daten, die irgendwie von dem Leser auf zum Computer übertragen wurden, irgendwie abgehört und konnten sie dann oft auf die gleiche Art und Weise irgendwie wieder zurück bootforcen. Das heißt, irgendwie da sind irgendwie auch katastrophale Bedingungen mit den Daten irgendwie. Es gab noch einen kleinen Bericht, den wir jetzt hier nicht auf der Folie haben. Gunnar Purada hat zusammen mit dem Magazin Wieso, ich bin auch beim ZDF oder so, sich auch noch lustigerweise in die Meldeämter begeben und hat festgestellt, dass es also auch bei der Abgabe, bei den Sensoren, die im Meldeamt stehen, dass man da natürlich den Datenstrom auch nochmal mitlesen kann, weil der wird nicht verschlüsselt übertragen an die Meldeamt-PCs. Diesen Angriff hatten wir uns eigentlich überhaupt noch nicht überlegt. Nee. Aber fanden wir noch ganz lustig. Also er hat auch gleich ein Fernsehteam mitgenommen, um das mal vorzuführen. Aber nur so als Randnotiz. Also das heißt, die Daten, die ihr dort abgebt, also irgendwie nicht nur Gesichtserkennung, sondern im Zweifelsfall auch eure Fingerabdrücke,
sind zumindest auf gewissen Wegen halt nicht wirklich gut gesichert. Auf dem Chip ist allerdings für die Fingerabdrücke eine andere Access Control, die EAC, die Extended Access Control, vorgesehen, die die Daten deutlich besser schützt. Also da haben sie sich halt für die zweite Generation, also ab 1. November 2007, mehr ausgedacht. Warum aber die Fingerabdrücke sensitiver als Datum sein sollen, ist nie wirklich begründet worden. Denn immerhin muss man in der Regel mitwirken, zumindest meistens, wenn man einen Fingerabdruck abgibt. Im Gesicht kann man aber deutlich einfacher, da man ja das unbemerkt tun kann, aufsammeln. Insofern ist nicht ganz klar, warum die Gesichtsdaten eigentlich weniger sensibel sein sollen. Nun ja, und wir haben hier natürlich zur allgemeinen Unterhaltung auch nochmal das Flexilis-Video mitgebracht, das ist also aus den USA, wo hier vorgeführt wird, dass es natürlich noch eine andere Bedrohung gibt durch den RF-Chip, nämlich dieser Proband, der keinen Kopf hat, erhält einen Pass. Und in der Tonne, die wir eben gesehen haben, befindet sich eine personenspezifische Bombe. Und wir wollen mal sehen, ob dieser kopflose Proband getroffen wird. Er hat ihn deshalb offen in die Tasche gesteckt, weil die Amis ein Shielding haben. Anders als bei uns, haben die ein Shielding im Pass. Und wir sehen, der arme Proband hat leider verloren. Also um das nochmal genau auszuführen, also das Angriffsszenario ist halt hier so, dass entweder, also dass die die Pässe halt schon eine zufällige UID versenden, also die ID ist dazu da, um halt Antikollision zu machen, das heißt, jedes Mal, wenn der Pass in Lesegerätreichweite kommt, wird halt irgendwie erstmal Daten ausgetauscht, die natürlich erstmal unverschlüsselt sind zum Anfang, also zum Beispiel halt die UID, und anhand dieser UID kann man aber sehr wohl zum Beispiel länderspezifische Merkmale von dem Pass auslesen, das heißt, es gibt halt gewisse UID-Gruppen, die halt irgendwie nur an amerikanischen Pässen vorkommen. Und was sie halt hier gemacht haben, ist halt irgendwie explizit eine Bombe gebaut, die halt nur auf amerikanische Pässe zum Beispiel ausgerichtet wäre. Das heißt, irgendwie im Ausland, im Besuch in arabischen Staaten, kann man halt wunderbar an die Hoteleingangstür so eine Bombe basteln und trifft dann halt irgendwie auch die richtigen. Ich denke, das hat in den USA ein bisschen mehr Furore. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das hat in den USA natürlich ein bisschen mehr Furore gemacht, da ich denke, dass sich die Amerikaner deutlich mehr bedroht fühlen, wenn sie in andere Länder reisen, als es bei uns in Europa vielleicht so subjektiv angenommen wird. Deswegen gibt es nämlich auch nur in dem USA-Pass diese Shielding. Das heißt, er muss etwas aufgeklappt sein, damit man überhaupt mit einem Lesegerät passiv den passiven Chip ansprechen kann. Also dass das Aufklappen, das hat hier wirklich wenige Grad. Also das, also was sie halt hier gemacht haben, ist halt wirklich passiert halt in der Reisetasche und irgendwie, wenn man es in das Jacket steckt, irgendwie. Dennoch können wir natürlich prinzipiell jedem empfehlen, sich einen etwa im Fürboot-Shop erhältlichen, Schutzhüllen zu erstehen, wenn man nicht seinen Chip ohnehin deaktiviert hat. Wo wir jetzt danach gleich drauf kommen, wir wollen natürlich noch auf eine andere Sache hinweisen, wo wir jetzt eh schon darüber gesprochen haben, dass nicht nur bei uns, sondern natürlich erstmal europaweit und aber mittlerweile in 55 Ländern der ICAO-Standard umgesetzt wurde. Also die ICAO ist die hier standardisierende Behörde, die eigentlich eine Luftfahrtbehörde ist. Die hat die Standards hier definiert und 55 Länder haben mittlerweile die E-Passports eingeführt. Und das Problem besteht wahrscheinlich aufgrund unserer doch zumindest noch sehr datenschutzfreundlichen Gesetzgebung überhaupt nicht darin, wie die deutschen Meldebehörden, selbst wenn wir ein zentrales Bundesmelderegister bekommen sollten, wie die mit diesen Daten umgehen, sondern das Problem wird eher darin liegen, dass wir mit den Pässen natürlich ausreisen und einfach zunächst nicht wissen können, welche Länder haben überhaupt die Erlaubnis seitens der Deutschen, den Pass auszulesen, weil das Auswärtige Amt bisher immer noch keine Liste hat. Und da man einfach unter andere Jurisdiktionen fällt, worauf die Bundesregierung hier in der Antwort auch nochmal hinweist, ist nicht unser Problem, erfolgt nur nach der Gesetzgebung der Drittstaaten. Und daher weiß man natürlich überhaupt nicht, was passiert, wenn man nach Indien oder Bolivien einreist, was dann mit diesen Daten passiert, sofern die dort ausgelesen werden. Also um es kurz zu fassen, irgendwie hier mag irgendwie die Datenschutzklausel noch relativ rigide sein. Das heißt, irgendwie die Fingerabdrücke kommen hier wahrscheinlich wirklich nicht weg, aber irgendwie sobald man nach Russland reist, irgendwo hinreist und dort natürlich an der Grenze seinen Fingerabdruck auf den Leser legt, haben die sowohl deinen Namen als auch den passenden Fingerabdruck. Das heißt, man kann einfach davon ausgehen, dass in relativ kurzer Zeit irgendwie so wie jetzt Kreditkarteninformationen im Internet irgendwie zu kaufen sind, dass dann einfach biometrische Daten mit den dazugehörigen Personendaten verkäuflich sind. Und dadurch, dass das alles natürlich super wunderbar irgendwie staatlich zertifiziert ist und signiert ist, sind die Daten natürlich eindeutig und halt irgendwie wirklich auch sehr wertvoll. Das heißt, da wird auf jeden Fall die Kriminalität auch sehr schnell dahinter kommen, dass man damit Geld machen kann.
Dazu kommt eben noch eine Entwicklung, die man jetzt parallel sehen kann, nämlich dass es in alltäglichen Technologien mehr und mehr eingesetzt wird. Nicht nur bei uns in Europa, sondern eigentlich weltweit. Noch immer befindet sich ja die Biometrieindustrie in so einer Art Goldrausch. Zwar hat etwa einer der größten Hersteller hier in Deutschland, Dermalog, immer noch so die Angabe, dass sie 90% ihres Umsatzes mit regierungs- oder staatsnahen Technologien machen, aber natürlich hat sich das langsam in die Konsumententechnologie mit eingefügt, etwa bei Laptops, bei Handys. Wir haben den berühmten Hannoveraner Zoo mit seiner Gesichtserkennung, Videotheken. Supermärkte inzwischen relativ viel. Oh ja, Edeka. Wir hatten ja schon zweimal die Möglichkeit, den Edeka-Hack mit unterschiedlichen Fernsehteams vorzuführen. Und jedes Mal waren die wieder erstaunt, wie super leicht das funktioniert. Kommen wir gleich noch dazu. Nee, wir haben die Folie rausgeschmissen. Ja, Fingerabdrücke. Ah, wir kommen dazu noch. Ja? Ja. Naja, und... Also die Möglichkeit, neben dem, was Constanze schon angedeutet hat, dass man halt den Pass natürlich in eine Schutzhülle verpacken kann, beziehungsweise im einfachsten Fall, wenn man nicht irgendwie zum Fürbot-Shop runtergehen will, kann man auch eine Alufolie nehmen, den drin einwickeln, um halt das unberechtigte Auslesen zu verhindern. Kann man natürlich auch versuchen, den Pass selber, also den Chip selber zu disablen. Man sieht ihn nämlich nicht so gut auf dem Bild. Der Chip ist also etwa ein kleiner Puppel auf der Seite. Also das kleine, ungefähr nur so große Ding ist der eigentliche Chip. Also was halt hier passiert ist, ist irgendwie, dieser Chip wurde in die Mikrowelle gesteckt, bei auf jeden Fall ein bisschen zu viel Leistung. Aus Versehen natürlich, wegen der Lasagne, die er eigentlich warm machen wollte. Dabei hat sich halt die Antenne, die halt den Chip mit Strom versorgt und auch für die Datenkommunikation zuständig ist, also halt praktisch der eckige irgendwie Dings da um den Bundesadler rum, hat sich so stark erwärmt, dass er halt wirklich dann in Flammen aufgegangen ist, mehr oder weniger, zusammen mit dem Chip. Dieser Pass ist aber noch verreist. Lustigerweise hat das Drittland darauf ziemlich relaxed reagiert und so, haha, ist aber lustig, kommen Sie mal rein. Aber als er zurückkam nach Deutschland, hat die deutsche Bundespolizei nicht ganz so amüsiert reagiert, aber das ist ein gültiger Pass, er reist damit. Also was man natürlich sagen kann, es gibt auch Möglichkeiten, dass ohne so viele sichtbare Spuren hinterlassend zu disablen den Chip. Es gibt halt einen tollen RFID-Zapper, wurde schon vor 5, 6 Jahren auf dem Kongress mal gebaut. 5, ja? Ist schon echt lang her. Okay. Der aus einer Einwegkamera umgebaut, also sie haben halt irgendwie statt des Blitzlichts irgendwie eine kleine Spule angelötet und irgendwie halt immer, wenn der Blitz abgedrückt wurde, wurde halt ein elektromagnetischer Impuls ausgesendet, der hat sich genau in der Antenne gefangen und hat praktisch die gesamte Energie auf den Chip geleitet, der dann halt wirklich ohne Spuren zu hinterlassen, die Funktion aufgegeben hat. Wir müssen auf jeden Fall dazu sagen, dass der Reisepass dort weiterhin gültig ist. Das heißt, sie können dir halt gar nichts, wenn du mit einem Pass kommst, der nicht mehr, also wo der Chip nicht auslesbar ist, weil das halt einfach auch bei der Produktion passiert, beim normalen Benutzen passiert. Also wir hatten halt einen Fall, also wir bieten es jetzt schon so ein bisschen an, dass halt Leute zu uns kommen können. Ich habe übrigens die Kamera auch mit, also wer einen Reisepass mit hat und den nachher vielleicht löschen will. Ich glaube, diese gerne, Veranstaltung wird aufgezeichnet, sei mal still. Ja, können wir das gerne tun. Auf jeden Fall zur Geschichte ist, dass halt jemand mal zu uns kam und irgendwie den frischen Reisepass, der halt wirklich 2 Tage aus dem Meldeamt irgendwie raus war, zu uns gebracht hat. Und wir haben ihn natürlich vorher ausgelesen oder wollten ihn vorher auslesen, um halt zu überprüfen, ob das dieselbe funktioniert hat. Wir haben festgestellt, dass der halt schon kaputt war. Das heißt, irgendwie, die kam nach 3 Tagen frisch aus der Bundesdruckerei und er hat nicht mehr funktioniert. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil wir auf den Meldeämtern durchaus auch gefragt haben und die uns eigentlich bestätigt haben, dass sie jeden neuen Pass eigenhändig checken, denn natürlich ist in jedem Meldeamt auch ein Lesegerät, aber ob sie es nun immer tun oder ob er wirklich unmittelbar danach kaputt gegangen ist, also ich glaube nicht, dass sie jetzt checken. Als wir da waren und das Gerät aus der untersten Schublade rauskramen mussten, haben sie irgendwie noch 10 Minuten lang die Karte gesucht, um das irgendwie freizuschalten. Und sie mussten 3-mal booten, ne? Das war ein Spaß. Also das ist offenbar so, dass in den Meldeämtern nie einer fragt. Niemand möchte seinen Chip Also geht auf jeden Fall mal, wenn ihr so einen Reisepass habt oder dann den Personalausweis später, geht mal ins Meldeamt, sagt, ihr möchtet die Daten, die drauf gespeichert sind, euch mal angucken. Ihr seid dazu berechtigt, das zu tun. Und dann macht euch mal einen Spaß, mal zu gucken, wie sie reagieren, was da wirklich für Daten drauf sind und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Es wird natürlich für den Personalausweis, steht jetzt schon im Gesetzesentwurf, genauso sein, ist der Chip deaktiviert, bleibt es über die gesamte Laufzeit ein gültiges Ausweisdokument. Dieses Bild, kleine Sekunde noch, in der Bemerkung noch, dieses Bild ist auch insofern praktisch, dass man natürlich, wenn man weiß, wo der Chip ist, man kann ihn ja hier sehen, kann man ihn auch durch einen gezielten Hammerschlag deaktivieren.
Da die Bundesdruckerei eine ausgesprochen hohe Qualität liefert und auf den Millimeter genau identische Stellen hat, wo der Chip eingearbeitet ist, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir sollten eine Schablone machen. Die letzte Schablone. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, gibt es auch noch, die ist noch nicht getestet worden und wir suchen noch Freiwillige. Man kann sich auch etwa 2000 Mal draufsetzen. Wir bitten da Freiwillige, sich nach dem Talk zu melden. Zum Testsitzen. Go ahead. Machst du mal das Mikro hier unten an, das Funkmikro bitte? Sprech mal rein. Also auf das war auf jeden Fall vorne. Kannst du auf das hier nehmen. Das an. Ja, es funktioniert. Okay, super. Ja, Sie sagten gerade, es ist ein... Du. Du sagst gerade... Entschuldigung, es ist ein gültiges Reisedokument, aber ist es denn von, also habt ihr da irgendwelche Anzeichen, dass es vielleicht andere Staaten anders sehen? Ich meine, also, es gibt ja Staaten, die sind noch schlimmer als Deutschland, was Überwachung angeht, Amerika. Also wir haben halt genau den Fall Amerika, haben wir irgendwie schon getestet und da ist es problemlos. Also hat bei einem Pass, der ist wirklich eingereist, ist wieder ausgereist und es gab halt keine Probleme damit. Also derzeit, zumindest nach meiner Erfahrung, sind die... Das war nicht sichtbar, das war halt so disabled, dass man halt den... Na, nicht so. Ach so. Es war eine weiße Frau. Okay, da ist das durchaus berechtigt, ja. Naja, wenn du das versuchen würdest, nicht gut, ja, genau. Bisher fangen die in Amiland auch erst an, die Lesegeräte dort an den großen Flughäfen, also wo die großen Einreiseschwungs kommen, aufzubauen. Ich habe es dieses Jahr gesehen. Die waren allerdings noch nicht in Benutzung. Also die haben da aber schon so eine Art Fast Lanes. Also für diejenigen, die schon so einen Chip haben, dass sie da durch können. Aber natürlich müssen sie auch bei deaktiviertem Pass die Leute durchlassen. Schon deshalb, weil natürlich die weit über die Hälfte der Bevölkerung überhaupt noch keinen RFID-Pass hat. Also vielleicht noch eine kurze Story zum Thema Amerika und Fingerabdrücke. Also bei uns war ja irgendwie damals bei der Einführung gesagt, sie nehmen halt zwei Fingerabdrücke auf. Amerika hat sich, nachdem sie auch für das Heimatschutzmuseum mit zwei Fingern angefangen haben, dann irgendwie vorletztes Jahr dazu entschlossen oder haben irgendwie festgestellt, dass mit zwei Fingerabdrücken halt die Identifizierungsrate halt so dermaßen schlecht ist, dass sie irgendwie jetzt lieber 10 Finger aufnehmen wollen. Das heißt, hier ist eigentlich auch klar, in die Technik, die halt in Deutschland hier verwendet wird, entspricht nicht mal den Anforderungen, die halt irgendwie die Amis an ihre Einreisung stellen. Ja. Sie haben übrigens mittlerweile, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 110 Millionen Personen biometrisch identifiziert in der Zeit in Amiland. Und bei einer Befragung hat sich der europäische Chef vom Department of Homeland Security, der hier auch in Europa sitzt, mal verquatscht und hat gesagt, auf die Frage, wie lange die eigentlich gespeichert werden, da hat er gesagt, ewig, also es gibt keine Löschung. Und dann hat aber irgendwie sein Pressefuzzi ihn nochmal angehauen und hat er gesagt, 70 Jahre nach dem Tod. Also so viel zum Thema Datenschutz. Also wenn man hier irgendwie relativ datenschutzfreundlich ist, heißt das nicht, dass in anderen Ländern es natürlich nicht ist. Und außerdem natürlich über andere Gesetzesvorhaben halt diese biometrischen Daten natürlich irgendwie sowieso frei Haus zwischen Ländern ausgetauscht werden. Da gab es noch zwei Fragen. Ja. Damit nicht irgendein Land einfach meinen Pass behält, steht er ja meistens drin, wenn man aufklappt, dieser Reisepass ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich jetzt absichtlich dieses Ding in die Mikrowelle lege, können Sie dann sagen... Das ist natürlich nicht absichtlich. Ja, aber... Also es ist eine Ordnungswidrigkeit und... wir machen hier keine Rechtsberatung. Okay. Also auf jeden Fall ist es bisher noch zu keinem Fall gekommen, wo irgendjemand dafür belangt wurde, dass er das getan hat. Und irgendwie selbst wenn, das können sie gar nicht enforcen. Also sie können die einfach nicht beweisen, dass es, also ich meine bei dem Fall mit der Mikrowelle sieht man es halt schon bei der bei Na, dem hey, Fall. Wieso? Du kannst einen Beruf haben und ich bin CT-Laborassistentin. Ich falle damit vom Skateboard oder sowas, läuft schon. Also auf jeden Fall, sie können es dir nicht nachweisen, deswegen wird es irgendwie keiner auf die Idee kommen, dir irgendwie was damit anhaben zu wollen. Da gab es noch eine zweite Frage. Ja, ich würde immer eine Methode bevorzugen, die man nicht sieht. Genau. Ich hatte eine Frage. Hat schon mal jemand versucht, mit entsprechenden Kosmetikprodukten den Fingerabdruck vor diesem Scan zu entfernen? Oder ist das möglich? Kommen wir dazu noch? Nee, ich glaube nicht. Also es gab auf jeden Fall diverse Testreihen, also von Schmirgelpapier über Kleber, was auch immer. Also die Methode, die auf jeden Fall funktioniert, die schon jemand anders im Meldeamt getestet hat,
sagt derzeit, dass man Sekundenkleber nimmt und zwar halt irgendwie wirklich eine dünne Schicht von Sekundenkleber auf alle 10 Finger aufbringen. Na, den kleinen kannst du weglassen. Den kleinen kann man weglassen, also auf alle 8 Finger. Auf alle 8 Finger. Und es war halt wirklich nach, also ich war halt dabei, als das passiert ist, habe irgendwie durch die Scheibe geguckt und also die Story ist wirklich total köstlich. Ja, nur erzähl sie schon. Also sie haben halt erst angefangen, irgendwie also halt Fingerabdrücke aufgelegt, dann kam halt kein Bild an, dann haben sie irgendwie erst die... Also gar kein Bild, das Sensorbild war leer, empty. Also, das ist halt irgendwie dann ein weißer, also der Sensor zeigt halt genau nichts an. Dann haben sie irgendwie die Frau vom Nachbartisch geholt, hat immer noch nicht funktioniert, dann sind sie haben sie erstmal zweimal rebootet den Rechner, weil sie irgendwie dachten, der Rechner ist abgestürzt, dann sind sie zum Nachbartisch gegangen, dort haben sie auch kein Bild gekriegt, dann haben sie den Amtsleiter geholt, musste die Person wieder ihren Finger auflegen, kam kein Bild. Dann haben sie sie sogar in die Teeküche geleitet und sie musste sich die Hände waschen. Also wirklich mit Seife und unter fließendem Wasser die Hände waschen. Und erst dann sind sie irgendwie wirklich davon abgerückt, haben gesagt, okay, sie hat wohl wirklich keine Fingerabdrücke und haben ihr dann einen Pass ohne Fingerabdrücke ausgestellt. Das heißt, bei ihr steht jetzt ein Pass drin, hat keine Fingerabdrücke. Wir haben dabei vielleicht vergessen zu erwähnen, dass natürlich die Meldeamtssoftware einen Knopf für keine Finger hat. Denn es gibt Menschen ohne Finger und die mussten das einbauen. Das heißt, wenn man vielleicht auf einem kleinen Dörflein wohnt und die Meldebeamtin kennt, die Sachbearbeiterin, kann man sich den Sekundenkleberquatsch natürlich klemmen, wenn die bereit ist, einfach auf den Hat-keinen-Finger-Knopf zu drücken. Aber ansonsten ist das halt wirklich nicht viel Aufwand und halt irgendwie, wenn man sich sicher ist, dann macht man halt irgendwie zwei Schichten drauf und irgendwie behauptet, man arbeitet mit Chemikalien. Das heißt irgendwie auch kein Meldebeamter wird dich deswegen halt irgendwie anpissen, weil du halt keine Fingerabdrücke hast. Wenn du es halt glaubhaft rüberbringst, hast du halt wirklich dann keine Fingerabdrücke abgegeben und irgendwie ist in keiner, also es gibt so offiziell keine Datenbanken für die Fingerabdrücke, aber wo halt die Daten, wenn sie einmal erhoben sind, irgendwie halt auffallen, ist halt auflaufen, ist halt die andere Frage. Das heißt, man kann auf die Art und Weise halt wirklich der Erfassung erstmal entgehen. Das gilt natürlich in gleicher Weise auch für das Gesichtsbild. Es gibt hier Möglichkeiten, ein biometrisches Bild abzugeben, was nichts zu tun hat mit der Gesichtsgeometrie von einem selbst. Man schmeißt halt einfach sein Foto durch das Foto, was man abgeben will, durch Photoshop und verzerrt die leicht etwa die Dimension des Gesichtes, also irgendeine Form von Verzerrung oder schiebt ein Auge ein Stück weiter oder die Nase, dann hat man natürlich denselben Effekt. Das heißt, man kann sich auch wirkungsvoll ohne sehr viel Aufwand der Ersterfassung entziehen, wenn man sicher machen will und nicht nur den Chip deaktivieren will. Man kann natürlich auch noch was anderes machen. Man kann natürlich die Merkmale auch fälschen. Angefangen bei der Gesichtserkennung, irgendwie gab es vor einer Weile mal in Darmstadt einen Test, wo sie halt wirklich die an der Grenze eingesetzten Systeme getestet haben und was sie halt gemacht haben, hat ein Foto von der Person auf Schwarz-Weiß ausgedruckt und haben das dann irgendwie diesen Ausdruck vor die Kamera gehalten und dieser Ausdruck wurde erkannt, aber es ist irgendwie noch nicht alles. Sie haben mit einer Handykamera dieses Foto abfotografiert, haben dann das Handy vor die Kamera gehalten und auch das wurde noch erkannt. Also das zeigt einfach mal, wie schlecht diese Systeme einfach mal derzeit noch sind. Und da es eigentlich auch irgendwie in absehbarer Zeit, solange sie auf diese 2D-Gesichtserkennung setzen, irgendwie nicht mit Besserung zu rechnen. Sie werden auch einfach nicht mehr Geld ausgeben und die Systeme, wie sie jetzt geplant sind, dann so nehmen. Es gab übrigens einige Jahre davor eine James-Bond-Szene, wo er genau das gemacht hat. Und wir haben noch gefeixt, dass er sein Handy nimmt und damit den Sensor überwindet. Und naja, die Realität hat ihn überholt. Wer übrigens... für sich hier für Biometrie in Filmen interessiert. Es gibt morgen Abend eine Nachtveranstaltung, wo wir uns mal Biometrie in Science Fiction ansehen. Also kann ich nur empfehlen, das ist wirklich total lustig. Das ist ein bisschen lustig, eher unterhaltsam, kein Scientific Knowledge to Know. Die zweite Sache halt, wie gesagt, Fingerabdrücke in der Gesichtserkennung noch und die lassen sich halt genauso gut überwinden. Wie hier mal zu sehen, zum Beispiel nur unter UV-Licht an einer normalen Cola-Dose. Ansonsten kann man irgendwie auch noch ein bisschen... Okay, ein Glas. kann man auch noch ein bisschen nachhelfen mit irgendwie so Graphitpulver, wie man es irgendwie so aus Kriminalfilmen kennt, wo sie dann irgendwie halt die Fingerabdrücke anstauben oder mit Sekundenkleber wieder, den man halt kurz drüber hält, wo die Dämpfe sich an den Fingerabdrücken anlagern. Das heißt, man kann halt von allen glatten Oberflächen, wie diese Flasche zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, einfach Fingerabdrücke abnehmen und kann daraus dann Attrappen erstellen. Also wir haben den Vorgang schon vor 2004. Jahren, also es ist schon Ewigkeiten, 5 Jahren irgendwie
so dargestellt, dass es halt wirklich mit einfachen Mitteln, also wirklich so 5 Euro Materialaufwand und eine halbe Stunde Zeitaufwand oder eine Stunde. Ein bisschen trocknen muss man in der Regel warten, je nachdem, welche Methode man verwendet, das digitale Bild aufzunehmen. Wenn man das mit diesem Kleber macht, mit dem Superglue, dann muss man halt immer ein bisschen warten. Also auf jeden Fall wirklich ohne großen Aufwand kann man sich eine Attrappe erstellen, die halt, wie man hier auf der linken Seite sieht, halt so gut wie unsichtbar ist. Wir hatten auch schon wieder den Fall, der uns zugetragen wurde, dass halt jemand wirklich mit so einer Attrappe zum Meldeamt gegangen ist. Also er hat halt die Abdrücke von seinem Fuß genommen und hat sie sich auf den Finger geklebt. Und genau das gleiche wie mit dem Sekundenkleber. Er ist halt einfach hingegangen, hat jetzt ein offizielles Reisedokument, wo seine Fußabdrücke drin gespeichert sind. Also ich muss mal auch mal sagen, im Sinne der Hackerethik ist das ein sehr gutes Vorgehen, denn er hat ja damit auch keine andere Person und die Fingerabdrücke irgendwie desavouiert, sondern er hat seine Füße genommen, wo man ja nun nicht annehmen muss, dass die irgendwie mal, obwohl, na, da sollten wir vielleicht nicht spekulieren. Zum Thema andere Personen. Genau, man kann nämlich auch eine andere Attrappe nehmen. Auch schon wieder ein Jahr her inzwischen, mehr als ein Jahr. Ja. Ist uns ein Glas von unserem geliebten Herrn Innenminister in die Hände gefallen, was er auf einer Veranstaltung mal angefasst hat. Und also das ist das Original. Genau, das ist das Original, irgendwie halt auch ein bisschen aufbereitet. Zu sehen halt hier links das Original, irgendwie rechts oben ist der nachbearbeitete Abdruck. Nein, das ist eine Sicherheitskopie. Also wir haben die ja 4500 Mal verteilt, sicherheitshalber. Genau, also auf jeden Fall gibt es zum Beispiel eine Datenschleuder, wo halt dieser Abdruck drin ist. Eine Datenschleuder wird auch drüben im Hackcenter unten verkauft. Die haben halt eine Schleuder, die sich explizit mit dem elektronischen Reisepass beschäftigt. Sehr lesenswert, glaube ich. Und halt, ja, und auch die vorletzte, wo halt die Sicherheitskopien des Innenminister-Fingerabdrucks vorhanden sind. Wir haben nicht nur hintenrum irgendwie erfahren, dass es den wirklich ganz schön zugesetzt hat, diese Veröffentlichung. Also irgendwie später hatten wir des Öfteren Fälle, wo halt Politiker oder hohe Staatsbeamte irgendwie panisch ihre Gläser festgehalten haben auf Podiumsdiskussionen. Oder abgewischt haben. Genau, abgewischt haben oder halt wirklich dann ganz durstig in die Menge geguckt haben und sich nicht getraut haben zu trinken, weil sie halt ihr Glas nicht anfassen wollten. Also es hat ihn schon irgendwo ganz schön zugesetzt. Aber wir müssen die Zierke-Episode mal erzählen in Willigst. Wir hatten die Möglichkeit, da auf der Veranstaltung haben wir auch über Biometrie geredet und ein anderer Redner dort war eben der BKA-Chef Jörg Zierke, der politische Beamte für die Lobbyarbeit der Polizei. Und der setzte sich dann auch tatsächlich irgendwie so als Vorgeplänkel damit an den Tisch und brachte eine Kanne Tee mit und eine Teetasse, aus der er getrunken hat. Und er hat dann, als er nachher ging, das Gespräch war eher kurz, seine Tasse mitgenommen, also machte so eine launige Bemerkung darüber, dass er uns ja nicht die Fingerabdrücke hinterlassen will, hatte aber eine Teekanne mitgebracht, die aus so einem glänzenden Alu war. Also da waren natürlich die Abdrücke viel besser zu sehen als auf einer Tasse. In einer Tasse hätte man es vermutlich gar nicht sinnvoll machen können. Da mussten wir natürlich schon sehr feixen drüber. Allerdings abends auch noch irgendwie. Ja, abends ist uns dann doch das Lachen vergangen, weil er uns auf der Veranstaltung doch ziemlich hart angegangen ist, obwohl wir saßen da eigentlich nur und haben seinem Vortrag zugehört. Also so völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Also wie gesagt, es muss sie halt wirklich irgendwie richtig getroffen haben, weil irgendwie es war schon unflätig und halt total zusammenhangslos, hat uns halt wirklich wüst beschimpft und was halt irgendwie alle im Saal erstmal die große Augen machen lassen hat, weil war ziemlich unklar, wieso. Aber anyway, wir wollen ja nicht über den BKA-Chef reden, sondern wir haben ja auch noch einen Bundesinnenminister, der hat ein Gesicht. Das ist eine tolle Sache. Leider passt dieses Gesicht nicht in die biometrische Software, die auf den Meldeämtern steht. Wir haben das mal mitgebracht. Also das Bild da, das ist irgendwie halt von der Mustertafel, die halt irgendwie über jedes Passfoto rübergelegt wird, um zu überprüfen, ob halt das Foto vom, also von dem Fotografen halt wirklich irgendwie biometrietauglich ist oder irgendwie reisepasstauglich ist. Und wie man hier sehr, sehr schön sehen kann, ist am Rand, also der Kopf ist größer als das Muster. Das heißt irgendwie Herr Schäuble genauso wie mindestens 60-70% aller Bundestagsabgeordneten, also ich habe mal grob so ein paar Bilder runtergeladen und einfach mal wirklich die Schablone rübergelegt, ein großer Teil der Bundestagsabgeordneten haben einfach mal Gesichter, die halt irgendwie nicht der Norm entsprechen, also wahrscheinlich genauso wie der Großteil von euch hier einfach auch. Also es zeigt auch mal, wie unrealistisch dieses Szenario überhaupt ist. Es macht aber nichts, denn natürlich bietet jeder Fotograf an, dass gleich beim Fotografieren biometrietauglich gemacht wird, denn zumindest in Berlin haben wir keine andere Erfahrung mehr gemacht, außer dass die Fotografen die Software auch haben, denn die möchten natürlich vermeiden, dass sie dort zurückkommen und nochmal Fotos machen und sie den Ärger kriegen für den Trouble in den Meldeämtern. Das muss man sich mal vor Augen führen, da wird das Foto explizit und absichtlich
so verfremdet, dass die Biometrie-Software es nicht mehr erkennt, bloß um halt irgendwie tauglich in die Pässe irgendwie eingeführt zu werden. Die Sachbearbeiter schaltet natürlich überhaupt nicht. Ein leicht verzerrtes Gesicht ist für einen menschlichen Parser natürlich kein Problem. Also menschliche Gehirne funktionieren natürlich vollkommen anders, als die ja wirklich nur auf die Abstände und die Geometrie des Gesichtes abstellenden biometrischen Erkennungssysteme. Also die wirklichen Probleme werden dann halt wirklich an den Grenzen auftauchen, wenn die Systeme dort eingeführt werden. Halt wenn auch so die Chips noch gehen. Also dass halt wirklich dann das falsche Biometriefoto von dem Ausweis runtergeladen wird und gegen das reale Bild verglichen wird und dann natürlich irgendwie nicht mehr funktionieren wird. Das heißt irgendwie auch hier wieder vielleicht potenziell irgendwie mal ansatzweise Sicherheitssteigerung ist hier wieder ad absurdum geführt worden und eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Okay. Ja, darauf haben die Beamten in der Passdatenverordnung dann auch reagiert. Denn der Sachbearbeiter muss sich laut Durchführungsverordnung davon überzeugen, dass der Antragsteller keine Attrappen eines Fingers oder Ähnliches verwendet. Und Starbuck wird uns erklären, was das Ähnliche sein soll. So eine Ganzfingerattrappe? Also ist nicht ganz klar, was sie mit oder Ähnliches meinen, aber auf jeden Fall ist der Sachbearbeiter angehalten, darauf zu achten. Ja, wie wir gerade an den zwei Beispielen Sekundenkleber und Attrappe gezeigt haben, sind sie zwar angehalten, aber in der Realität setzt es halt keiner um. Ich meine, man kann auch einfach irgendwie nicht von jedem, der da hinkommt und einen Pass haben will, irgendwie sagen, zeigen Sie erstmal Ihre Fingerabdrücke, weil wir unterstellen erstmal, dass Sie irgendwie hier Passfälschung betreiben wollen oder was auch immer. Das heißt, es weder in den Meldeämtern noch halt irgendwie zum Beispiel im Supermarkt wird es halt oft nur ansatzweise überprüft. Deswegen war es auch bei Edeka so einfach im Prinzip, weil natürlich die Leute an der Kasse, da ist es ja nun noch deutlich eiliger, als in einem Meldeamt überhaupt keine Zeit haben, irgendwie auf Attrappen zu achten, zumal man die ja wirklich nicht so gut sieht. Wir haben hier auch nochmal, das fand ich ein ganz interessantes Bild, weil anders als es hier dargestellt wird, wird man natürlich heute nicht mehr mit Farbe beschmiert, damit man die Fingerabdrücke abgeben kann, sondern das ist natürlich ein Sensor, wo man den normalen Finger nur auflegt. Aber ich fand ganz interessant, dass durch die Prozedur im Meldeamt diese kriminalistische Konnotation, die man sonst also als erkennungsdienstliche Behandlung mit der Abnahme des Fingerabdrucks verbindet, immer mehr in den Hintergrund rückt. Das heißt, die Gewöhnung daran, dass man seinen Fingerabdruck eben abgibt, hat sich doch relativ verstärkt, muss ich sagen. Wenn man mal mit den Leuten auf dem Meldeamt redet, die halt da rauskommen, beschweren die sich auch nicht doll. Also es gibt halt wenige, die dann da sagen, ja, war mir irgendwie unangenehm, weil die Prozedur ist halt irgendwie clean und sieht halt nicht nach Kriminalistik aus. Das fand ich ganz interessant zu beobachten. Die Gewöhnung wird wahrscheinlich auch in den allgemeinen Alltag einrücken, ja, so wie eben freiwillig sich die Edeka-Kunden da in der Fingerabdruckdatenbank einlesen lassen, wird, denke ich, auch für andere Alltagsprozeduren normal werden. Ich muss sagen, wie gerade zu den Edeka-Sachen, das sind halt sehr, sehr wenige Leute, die es halt überhaupt benutzen. Also es ist im niedrigen, irgendwie zweistelligen Bereich, irgendwie im Pro-Supermarkt. Das heißt, irgendwie es ist noch nicht wirklich in der Gesamtbevölkerung angekommen, dass es irgendwie tolle Vorteile hat. Nee, das stimmt. Nun haben wir gesehen, es war ein unglaubliches Erfolgsprojekt und wird auch so vertreten vom Bundesinnenministerium. Und was kann man machen, um dieses Erfolgsprojekt noch zu toppen? Nein, natürlich kann man es erweitern auf unseren Personalausweis. Aber nicht nur das, sondern auch noch auf die Ausländer-ID-Karten, die jetzt von diesem Zettel, den die früher mal hatten, also alle Ausländer, die eine langjährige Aufenthaltsgenehmigung haben, erhalten jetzt ebenfalls eine biometrische ID-Karte, damit eben die Gesamtbevölkerung auch tatsächlich erfasst wird. Gibt nicht wirklich schon erste richtig gute Fotos. Wir wissen also noch nicht genau, wie der aussehen wird, denn bisher ist geplant, dass er zum 1. November 2011 rauskommt. Aber hier sind so die Testpersonalausweise, die in der Darmstädter Uni gerade so getestet werden. So ungefähr wird er aussehen. Zur Technik. Also es ist halt nicht wie bisher bekannt, irgendwie dieses etwas größere Format, sondern irgendwie aus, also wie Kreditkartengröße, ein sogenanntes ID1-Format. Hat ebenfalls einen kontaktlosen Chip, wo halt gesagt werden, also sie haben das wirklich damit begründet, dass ja, sie haben es jetzt beim Reisepass ja irgendwie schon mit RFID gemacht, deswegen haben wir jetzt schon die ganze Technik da, deswegen können wir es natürlich dann auch beim Personalausweis einführen. Ein Erfolgsprojekt. Obwohl beim Reisepass das hat
eigentlich noch nirgendwo wirklich eingesetzt wird. Also sie sind zwar drin, aber es gibt halt ganz wenige Stellen an Grenzen, wo es halt überhaupt schon mal irgendwie ausgelesen wurde. Soweit sind sie noch nicht, denn innerhalb von Europa haben die wenigsten Leute überhaupt einen Reisepass mit, weil sie natürlich wissen, dass sie relativ frei reisen können. Im Prinzip muss man sich dann den Raum um die Schengen-Außengrenzen betrachten. Da wird es ja wahrscheinlich auch losgehen. In den USA habe ich es jedenfalls schon gesehen, da geht es jetzt langsam los. Also ähnlich wie beim Reisepass auch, sind dort Gesichtsbilder gespeichert. Ein Unterschied ist, dass sie halt hier optional Fingerabdrücke zulassen. Das heißt, irgendwie die Bevölkerung kann wirklich wählen, ob sie Fingerabdrücke abgeben will oder nicht. Das gleiche gilt für die EID und elektronische Signatur. Das heißt, wir haben sehr viele Sachen dort freiwillig gemacht, was den Nachteil hat, beziehungsweise sie zusätzlich, dadurch, dass es freiwillig ist, haben sie natürlich überlegt, wenn Leute das dann doch mal irgendwie haben wollen, weil sie es dann ganz toll finden oder brauchen, kann man es natürlich noch nachträglich wieder raufmachen. Das heißt, sie haben den riesengroßen, fatalen Fehler begangen, den Chip beschreibbar zu machen. Also aus irgendwelchen total unklaren, also wir wissen wirklich nicht, also wir haben uns angeguckt, als wir es erfahren haben, wie wirklich große Augen gemacht und erst mal eine Minute lang schweigend dagestanden. Also und halt zwar in allen Meldeämtern und international in allen Botschaften. Also es, man muss sich einfach mal vor Augen führen, wie viel, also es sind deutlich über 10.000 Leute, die da irgendwie die Berechtigung haben, das zu tun. Das heißt, man wird auf jeden Fall jemanden finden, der einen dann beliebige Daten auf den Pass draufschreiben kann. Und also wo da jetzt überhaupt noch die Sicherheit irgendwie zu erkennen ist, ist uns total unklar. Nur damit nochmal klar ist, für den Reisepass ist das unmöglich. Der Chip wird einmal beschrieben und bleibt jetzt, über die gesamte... Bis jetzt noch. Also wir gehen davon aus, dass das eigentlich auch in Zukunft, also halt in der nächsten Generation dann die Sachen vom Personalausweis wieder auf den Pass übertragen werden und irgendwie halt auch diese Beschreibbarkeit dort eingeführt wird. Ah, du meinst für die neuen biometrischen Merkmale wie etwa DNA oder Arschrosette? Naja, wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Biometrische Merkmale haben wir ja alle genug. Jedem kann man mal empfehlen, sich durch die Version 2.0 des Grobkonzeptes zur Einführung des elektronischen Personalausweises zu klicken. Es sind sehr viele Seiten, ich glaube so um die 90, glaube ich, oder sogar noch mehr. Ne? Also es ist ein elend langer Dokument, weil sie haben dort wunderbare Use Cases. Das heißt, Szenarien, wie sie heute sind, natürlich total kompliziert und undigital und wie sie in Zukunft sein werden, unsere fröhliche Zukunft. Und wir haben mal hier so ein Beispiel mitgebracht, weil wir besonders schön fanden, wie Sie sich eben vorstellen, dass man das hoheitliche Dokument, Personalausweis, eben auch nutzbringend in Betrieben, etwa in der Kantine, benutzen kann. Das heißt, ihr sollt euch vielleicht zweimal überlegen, ob ihr dann, wenn ihr den Personalausweis habt, den Chip deaktiviert, weil eventuell kriegt ihr dann kein Essen mehr in der Kantine. Also sie haben sich da die bizarrsten Use Cases einfallen lassen, die alle oder in einer ganz großen Mehrheit nur den Zweck haben, eine Servicefunktion für die Industrie zu sein. Das heißt, das hoheitliche Dokument, was früher nur den Zweck hatte, sich zu identifizieren, hat heute einen ganz neuen, wirklich sehr businessorientierten Zusatznutzen, und zwar in zweifacher Hinsicht. Also nicht nur die E-Identity, sondern natürlich auch die qualifizierte elektronische Signatur. Go ahead. Yes, sir. Wenn es jetzt angeboten wird, dass man die Sachen jetzt für die Kantine oder sonst so verwenden kann, dann muss es ja irgendwie die Möglichkeit geben, das Ganze relativ einfach verbreitet auslesen zu können. Wie sieht das dann mit der Sicherheit dann aus, auch auf Entfernung, wenn ich das Ding in der Tasche habe und dann irgendwo unterwegs bin? Gibt es da schon irgendwelche Informationen, wie das da laufen soll? Also erstmal zum Thema einfach oder beziehungsweise die Kosten. Also es gibt schon Ansätze, also das soll natürlich jeder dann zu Hause so ein Lesegerät haben. Die kosten derzeit so irgendwie um die 150 Euro. Sie versuchen es auf irgendwie 20, 30 Euro unterzudrücken, wo halt irgendwie aber auch schon klar ist, dass irgendwie die Sicherheit irgendwie in dem Preis ganz schwierig unterzubringen ist. Also es gibt unterschiedliche Level für diese Lesegeräte. Wenn wir mal sehen, wie sich das dann einfach in der Bevölkerung ausbreitet, das ist natürlich noch ein Zukunftsszenario. Und zur Sicherheit ist es so, dass du mehrere Pins hast, um halt explizit Funktionen freizuschalten. Also ich habe da irgendwie mal so die erste Vorführung, das ist inzwischen auch schon eine Weile her, irgendwie mal live beobachten dürfen, wo halt so eine Frau von der Bundessuchorei, glaube ich, das mal vorgeführt hat, und sie hat halt wirklich bestimmt 10 Minuten gebraucht, um halt irgendwie
einen Online-Shop irgendwie ihre Daten zu übermitteln, also halt den Test-Shop, weil sie halt irgendwie dreimal die PIN eingeben musste, dann irgendwie dreimal Haken setzen musste, was sie separat freischalten will. Also wie gesagt, also hier auch so vom Grundkonzept ist es halt irgendwie durchaus durchdacht. Also man kann halt explizit anwählen, man will jetzt nur das Geburtsdatum zum Beispiel freischalten oder nur sagen, man ist über 18, aber halt praktikabel und benutzbar ist das irgendwie auf gar keinen Fall. Man muss sich halt, weswegen ja auch für die Senioren diese neue Kartentechnologie nicht so eben geeignet ist, wie ja das Bundesinnenministerium findet, drei verschiedene Pins merken. Das heißt aber nur zwei wirklich im Kopf, weil die dritte ist aufgedruckt auf dem Personalausweis. Die ist, ich glaube, sechsstellig. Denn die sind alle sechsstellig, oder? Ich weiß nicht. Wir sind nicht ganz sicher, ob die alle sechsstellig sind. Kann auch sein, dass eine vierstellig ist, habe ich jetzt also auch gekommen. Es macht halt durchaus auch Sinn, dass das die aufgedruckt ist. Und ja. Denn sie wollten sicher gehen, dass die hoheitlichen Behörden nicht etwa von dem Ausweisbesitzer die Ansage kriegen, ich habe die PIN vergessen. Also es geht halt darum, halt wirklich die Daten, wie zum Beispiel halt Fingerabdruck oder Gesichtsbild auf dem Pass freizuschalten, dass sie halt überprüft werden können. Und die Polizei oder die hoheitlichen Behörden sollen halt weiterhin das Recht haben, oder beziehungsweise die Möglichkeit haben, auch wenn der Nutzer nicht kooperativ ist, halt die Daten von dem Chip runterzubekommen. Natürlich haben wir uns als gute... Ja, das ist die gute Frage. Also was passiert, wenn halt wirklich die PIN irgendwie unleserlich gemacht wird? Da haben wir uns sofort gefragt, weil die Eddings, wir wissen alle, wir haben mindestens 10 Kinder zu Hause, die immer mit Eddings rummalen. Das ist ja, wir wissen das. Oder dass man zufällig die Katze hat es weggekratzt. Das sind Use Cases, wir wissen das. Wir müssen wird betesten. Dann mal irgendwie genau später rausstellen. Kannst du mal das Mikro dahinter? Ja, genau. Also wie beim Reisepass auch, beim Personalausweis bleibt er gültig, wenn der Chip nicht mehr lesbar ist. Und Sie haben natürlich sich auch Prozeduren ausgedacht, was Sie machen, wenn der geneigte Personalausweisinhaber die nicht aufgedruckten PINs vergisst. Und denn dafür haben Sie eine spezielle, schöne Prozedur. Sperrpasswort. Und zwar, Sie geben ein Sperrpasswort raus, ein Sperrkennwort ist es genannt. Und dann kann man bei einer Sperr-Hotline anrufen und den sperren lassen. Und also bei diesem Sperrkennwort, da bin ich natürlich gespannt, was Sie da rausgeben werden. Da freuen wir uns eigentlich jetzt schon drauf. Wir können es kaum erwarten, dass Sie endlich anfangen, Ihren Feldtest, wird ja noch dieses Jahr sein, zu starten, damit wir sehen, wie das mit den Sperrkennwörtern wird. Also man muss sich vorstellen, dass es da ähnliche Zahlen geben wird wie bei Banken. Wir wissen ja etwa prozentual, wie viele Leute PINs vergessen. Das ist ein großer Kostenpunkt für Banken, dass man eben die Leute betreut, die also ihre PINs ganz vergessen. Ganz kurz zum Thema PIN vergessen, bevor die Frage kommt. Ja, es gab bei der elektronischen Gesundheitskarte, beziehungsweise beim Heilpraktika-Ausweis, irgendwie auch die Feldtests in Deutschland letztes Jahr. Und sie haben mit dem katastrophalen Ergebnis abgeschnitten, dass 80% der Ärzte ihre PIN nicht mehr wussten. Das heißt irgendwie, also 80% halt von Leuten, denen man eigentlich zutraut, dass sie ein bisschen geistig noch fit sind, konnten ihren Heilpraktikerausweis nicht mehr freischalten, weil sie halt ihre PIN vergessen haben. Wie die prozentualen Sachen dann irgendwie auf die Normalbevölkerung auswirken, ist die andere Frage. Naja, komm, ich muss das schon sagen, das ist sonst ungerecht. Also der Punkt ist natürlich, dass uns klar ist, dass die gerade in der Ärzteschaft und auch in der Arzthelferschaft schon eine Obstruktionstaktik gegen diesen Test war. Das heißt, sie wollten diese Gesundheitskarte nicht. Mag sein, dass die Zahl also etwas verzerrt ist. Ich habe auf Wikipedia, glaube ich, gelesen, dass auf die Daten, insbesondere auf das Passfoto, auch das Straßenverkehrsamt Zugriff drauf hat. Und keine Woche später wurde ich dann geblitzt und mein Bruder auch. Und beide Autos sind über den Vater angemeldet. Und bei mir ging das Strafverfahren dann direkt zu mir, also diese Ordnungswidrigkeit direkt zu mir, weil sie wohl das Passfoto erkannt haben und mein Bruder hat den Reisepass noch nicht. Und da wurde dann nur der Vater angeschrieben. Und man weiß ja, wie das ist mit Verjährung und so, das war natürlich dann ärgerlich. Und ich bin mir deswegen relativ sicher, dass sie das auch tatsächlich durchführen. Kannst du da irgendwie noch Einspruch einlegen oder irgendwie mal den Weg ein bisschen aufdröseln lassen? Also halt die Frage ist halt schon, also um das irgendwie mal ein bisschen auszuführen, derzeit ist das natürlich auch möglich, das heißt, wenn bei einer Ordnungswidrigkeit halt festgestellt oder nicht festgestellt werden kann, wer die Person ist, dann gehen sie halt irgendwie zum Meldeamt hin, beziehungsweise nee, zum Altmeldeamt dann, und überprüfen halt analog die Bilder. Was sie jetzt irgendwie seit letztem Jahr ins Gesetz reingeschrieben haben, ist, dass diese Überprüfung automatisch stattfinden kann. Das heißt, die Polizei, wer auch immer, hat
automatischen Zugriff auf alle Passbilddaten. Also es ist eigentlich, um es irgendwie mal so klar zu sagen, eine zentrale Passbilddatenbank. Und Sie können es halt irgendwie automatisch und ohne, dass halt die Meldebehörden das mitkriegen, können Sie halt wirklich diese Daten abgleichen. Also Sie haben es halt damit begründet, dass, ja, wenn wir am Wochenende mal ganz schnell diesen Verkehrssünder ermitteln müssen, dann müssen wir natürlich auch automatisch und ohne irgendwie Berechtigung von der Gegenstelle diese Daten abgleichen können. Das heißt, was Sie halt jetzt wahrscheinlich tun oder tun werden, ist halt bis Freitagabend zu warten, bis im Meldeamt halt keiner mehr da ist, sich dann auf Dringlichkeit zu berufen und dann hätten wir halt schön automatisch und ohne Spuren zu hinterlassen, halt wirklich die Bilder überprüfen können. Das heißt, ich sollte jetzt nachschauen, wann das Knöllchen war, ob das irgendwie an einem Freitagabend ausgestellt wird. Ich fände es mal interessant, zumindest mal dort anzufragen, wie Sie darauf gekommen sind, dass du das bist, und einfach mal wirklich den Weg mal Schritt für Schritt nachzuverfolgen, wie Sie halt zu deiner Person gekommen sind. Ja, da arbeitet zufällig ein Kunde von mir, den kann ich natürlich jetzt mal anheuern. Komm am besten irgendwie nach dem Vortrag nochmal zu uns, dann können wir vielleicht mal. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen und die letzten Fragen, glaube ich, noch, sonst kommen wir nicht zum Ende. Achso, du hattest eine Frage, Sandro? Nee, da hinten. Achso. Einfach losreden, das sollte an sein. Verstanden. Ist klar, aber du... Was, ja. Also zunächst mal, wir sind ein Hackerclub und kein Club der aktiven Juristen. Uns ist schon klar, dass der Weg, das prinzipiell zu verhindern, der juristische Weg ist, und der wird derzeit beschritten mit mehreren Verfassungsbeschwerden, von denen wir aber nur sehr schwer einschätzen können, wie weit sie erfolgreich sein werden. Der Chaos Computer Club ist in mehreren Verfassungsbeschwerdeverfahren als Gutachter hinzugezogen worden. Kann schon sein, dass wir, falls es tatsächlich angenommen wird, auch hier eventuell schriftliche Aussagen machen können. Aber also ich denke, unsere Kernkompetenz ist nicht, das auf juristischem Wege zu verhindern. Wir betreiben aktive Lobbyarbeit oder Politikberatung. Aber man kann schon sagen, dass wir für den Reisepass und generell für das Biometrie-Großprojekt hier nicht erfolgreich waren. Denn also eine ganz massive Industrielobby hat hier die Projekte vorangetrieben, also RFID und Biometrieindustrie, wir hatten wenig Chancen. Also ihr habt wirklich seit 2004 eigentlich ziemlich intensiv versucht, irgendwie gegen die Aufnahme von biometrischen Merkmalen und RFID-Chips in Personalausweise und Reisepässe zu argumentieren. Und alle, also es gab so zum Beispiel eine Expertenanhörung im Bundestag, alle Experten waren sich eigentlich einhellig der Meinung, dass die dort eingeführte Technik nicht sinnvoll ist. Das Gesetz ist halt trotzdem gekommen. Also der Bundestag hat sogar mal in Mehrheit gegen die biometrische Erfassung der Bevölkerung gestimmt. Und dann hat der damalige Innenminister Schily den Umweg über Europa genommen und damit war eine Richtlinie und musste umgesetzt werden. Also hier wurde auch krass unser Parlament umgangen. Also die einzige Chance, die ich derzeit sehe, ist tatsächlich das Verfassungsgericht, aber auf die letzte Bastion wetten ist eben nicht so schön. Vielleicht haben wir auch Glück und die Internetgeneration obstruiert das ganze Projekt durch Deaktivierung. Ziviler Widerstand ist manchmal auch nicht so verkehrt. Mikro. Ja, aber also nichtsdestotrotz sollte man halt genau halt diesen zivilen Ungehorsam halt jetzt durchführen, weil das ist die Maßnahme, die du jetzt machen kannst. Und wenn ihnen halt klar ist, dass die Leute das auch tun, dann wird halt automatisch auch das Sicherheitslevel gesenkt und damit irgendwie ist die auch die juristische Handhabe natürlich nachher einfacher, wenn halt gezeigt werden kann, dass es halt mit einfachen Mitteln von vielen Leuten umgesetzt wird, ist natürlich dann irgendwie auf der juristischen Seite wieder einen Schritt näher dran, das halt dann abzuschaffen. Also ist eigentlich das Einzige, was wir derzeit tun können als Hackerclub, wie Konstanz schon gesagt hat. Aber es ist nicht so, dass wir nicht auch andere Vorschläge gerne
debattieren nach unserem Vortrag. Allerdings, wir haben nämlich noch ein paar Folien und müssen uns beeilen. Sandro guckt schon böse. Denn wir wollen einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Wir sind auch wirklich fast am Ende. Und wen könnten wir da referenzieren, wenn nicht unseren Innenspezialexperten Clemens Binninger von der CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages, der auf Seite 10.298 des Bundestagsprotokolls 2007 schon sagte, dass man sicherlich in einigen Jahren darüber nachdenken muss, auch eine Kopie der Fingerabdrücke zu unterlegen für die Strafverfolgungsbehörden, unsere 19 Geheimdienste, Zollkriminalamt und andere Bedarfsträger. Da haben wir natürlich nur Zustimmung, da freuen wir uns doch jetzt schon drauf. Und dann haben wir noch natürlich den unvermeidlichen Bundesinnenminister, der die schöne Frage von der Taz bekommen hat, ob es nicht sein könnte, dass die biometrischen Daten, die jetzt für die Ausweispapiere genommen werden, später in einer großen Datei zusammengeführt werden. Natürlich in einer Datei, auf die Polizei und Verfassungsschutz Zugriff haben kann. Denn was sollte Trennungsgebot, brauchen wir eh nicht mehr bei der terroristischen schlimmen Gefahr, die uns ja täglich umwabert. Wolfgang Schäuble hat die schöne Antwort gegeben, dass er für die Aussagen, mit Aussagen für die Ewigkeit ja sehr zurückhaltend sei. Das heißt, wir haben hier ein Superwahljahr. Um das zu verhindern, haben wir nur eine Chance. Wir müssen ihn dann vielleicht abwählen. Mal gucken, wie sich da die Mehrheiten bilden. Wir arbeiten ja dran. Ja, schönes Abschlusswort. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein schönes Abschlusswort, oder? Man sollte auch mal ruhig darauf hinweisen, wenn man vielleicht selber der geneigten Nicht-Internet-Generation darüber berichtet, welche frappierenden Fehlprojekte hier so auf den Weg gebracht werden, dass man ja tatsächlich immer noch als Wahlbürger eine Chance hat, die abzuwählen. Man kann es ja mal versuchen. Und wenn jetzt noch Fragen sind, dann nehmen wir die auch noch gern. Viel Zeit haben wir aber nicht. Könnte man als Zusammenfassung des Projekts sagen, dass das Ganze eigentlich nur eine Quersubventionierung von der Biometrieindustrie ist? Also nicht nur Biometrieindustrie, also wir haben natürlich, also Industriepolitik hat da eine große Rolle gespielt. Wir haben auf der einen Seite die Bundesdruckerei, die halt bis vor wenigen Jahren halt wirklich kurz vorm Ruin stand, die diverse Male an irgendwelche Heuschrecken verkauft wurde. Und wo halt klar war, dass die Bundesregierung, also will natürlich irgendwie die diese Institution, die halt ihre Geldscheine druckt und ihre Ausweispapiere druckt, halt wieder irgendwie in ihren Besitz bringen und dann natürlich auf die eine oder andere Weise versucht hat, dort finanzielle Mittel reinzupumpen und halt in dem Fall halt die Steuermittel oder die Bürger, die finanziellen Mittel der Bürger, indem sie halt jetzt das Doppelte bezahlen müssen. Also halt vorher waren es 39, jetzt sind es 59 und 91 für den Expresspass. Die Zahlen für den Personalausweis haben wir noch nicht. Wir haben in dem GOB-Konzept nur so eine Übersicht, da haben sie halt für Länder, die den elektronischen Personalausweis schon haben, mal so eine Übersicht und die liegen zwischen 10 und 40 Euro, also irgendwo dazwischen werden wir sicherlich landen, aber es waren noch keine konkreten Zahlen genannt. Und natürlich auch die Biometrieindustrie, die Chipkartenindustrie, die halt in Deutschland wirklich relativ gut verbreitet ist und was da natürlich auch klar ist, also Deutschland, muss man halt dazu sagen, war halt wirklich führend, was halt die Einführung des biometrischen Reisepasses damals betraf. Wir waren und sehr halt schnell. Aus sehr naheliegenden Gründen halt, um ihre Wirtschaft wirklich zu fördern und halt, wenn man halt einmal ein fertiges Konzept hat, kann man es natürlich auch wunderbar in die Welt verkaufen. Ja, und mit dem Personalausweis weiterentwickeln, damit man die Schnittstellen auch wieder verwenden kann. Blöderweise denken natürlich alle Länder so und irgendwie tun Teufel und kaufen die tolle deutsche Technologie. Es hat teilweise schon gewirkt. Also etwa, man kann es bei Giesecke und Devrient sehen, die halt etwa für Island und für Slowenien tatsächlich auch Teile der Technologie weiterverkauft haben. Aber ja, ohne Large. Jetzt irgendwie 100.000 Einwohner. Ja, also ja. Insgesamt haben gerade die großen europäischen Länder ihre eigenen Industriezweige. Aber gerade wenn man zum Beispiel das Profil der Bundesdruckerei irgendwie über die letzten Jahre sich mal anguckt, hat es halt schon deutlich gewirkt. Irgendwie damit wird auch klar, warum diese Sache eingeführt wurde. Es war halt ganz klar eine wirtschaftspolitische Ansage. Noch Fragen? Nee, gut, dann vielen Dank. Vielen Dank. Einen verdienten Applaus.